Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es mal wieder ein Fast-Food-Test-Video sozusagen. Eigentlich wollte ich bei McDonald's heute mal etwas verkosten, was Neues, beziehungsweise für mich Neues. Ich habe vorher davon nie gehört, und zwar die Pizzataschen. Die gab es aber nicht. Gut. Deswegen, das Zweite, was noch so auf der Liste war, ein Vergleich zwischen den normalen Chicken McNuggets und den plant-based veganen Nuggets. Ich versuche so unvoreingenommen ranzugehen wie möglich. Die sind sogar noch heiß diesmal. So, also schon mal auf den ersten Blick um einiges attraktiver. Ist natürlich nicht nur aufgrund des Inhalts und des natürlich mit dem verbundenen Tierleid viel schmackhafteren Inhalts. Ja, die normalen mit dem Sticker darauf. Mit den Plant Nuggets nehmen wir nicht am Mac Monopoly teil. Mann, da Ruhe! Nehmen wir ein Video für verdammten Arschlöcher! Und mit den normalen nehmen wir teil. Wir haben hier einen Gewinncode. Seht ihr? Könnt ihr eingeben, wenn ihr wollt. Ich nehme da nicht teil. Ich verzehre nur sofort Gewinne. Ja, wir haben Currysoße. Ey, ist das laut hier. Und wir haben Sweet Chili Soße. So. Ich fange jetzt mal an. Chicken Nuggets, schön frisch, dampfend, heiß. Die sind einfach sexy. Ohne Scheiß, McNuggets sind das Einzige, was du bei McDonald's noch fressen kannst. Der Rest ist einfach, keine Ahnung, nur Bauchschmerzen. So, Quittung ist nicht mit drin. Ich habe, glaube ich, 11,50 bezahlt für die beiden Sachen. 11,50! Für 9er Nuggets normal und 6er Nuggets plant-based. 11,50, also 11,48, um genau zu sein. So. Oh. Schmackhaft. Es ist einfach schmackhaft. So ein normales Chicken Nugget mit Soße, Alter. Ich glaube Curry in dem Fall. Na. Jetzt ist aber mal gut hier. Na, endlich. Jetzt immer das Schreien. So, Thumbnailerig Sip. Wäre lustig, wenn es mir jetzt runterfällt. So. Irgendwas wird schon dabei sein. Ja, so sieht das halt aus. Ihr kriegt das nur meistens nicht mit. Oder bei den YouTubern, die ihre Thumbnails machen. So seid ihr einfach mal live dabei. So, jetzt, ja, kennt ja jeder, die normalen Nuggets. Die mit den Hühnern, mit dem Hühnerfleisch. Das ist eine Käfighaltung, wo der Huhn brutal gelebt hat, gemästet wurde, viel zu früh ermordet wurde und dann geschlachtet und verarbeitet zu Chicken Nuggets. So, jetzt kommen mir die Plant-Based Nuggets. Die habe ich früher noch nie gegessen. So, die Konsistenz ist mir bei sowas immer ganz wichtig. Natürlich ist der Geschmack auch wichtig. Sieht auch ein bisschen anders aus. Ein bisschen dunkler hier. Sonst aber eigentlich gleich. Das Lustige ist, die werden derselben Fritteuse gemacht. Außer in Filialen, wo Wert aufgelegt wird. Hm. Konsistenz überraschend fest. Ich hasse das, wenn das immer so weich ist bei diesen Ersatzprodukten. Aber ein paar Minuten, bis es dazukommt. Konsistenz ist gut, Geschmack. Mystisch. Also, hier ist dieses Zusammenspiel aus Panade und Fleisch nicht da. Man schmeckt ja die Panade explizit raus, was ich jetzt nicht so geil finde. Ich könnte nicht mal sagen, was hier drin ist, nicht mal ansatzweise. Hat einen komischen Nachgeschmack, so Pappe. So Nachgeschmack von Pappe und sowas. Aber ich muss sagen, die haben ein bisschen die Gewürze, ein bisschen Pappe, ja. Und sonst schmeckt es eigentlich nach nichts, außer so Bratfett, also Frittierfett in dem Fall. Die haben die Konsistenz gut hingekriegt. Ich mag die Konsistenz. Hm.
Ja, ja. So. Der Einfachheit halber mische ich sie jetzt, damit ich nicht mehr zwei Packungen mit rumschleppen muss. So. Hier. Das ist jetzt eine bunt gemischte Gesellschaft. So gehört sich das. Nämlich auch sehr gut integriert, muss man sagen hier. Ja. Schmeckt ja gleich viel besser. Ja. Hm. Jetzt nochmal ein normales. Ein direkter Vergleich. Also das normale Huhn, das Fleisch hat sogar, ist sogar weicher. Ist weniger bissfest. Krass. Das haben sie richtig gut hingekriegt, auf jeden Fall die Konsistenz. Aber an den Geschmack kommt einfach nichts dran. Schmecken einfach geil. Obwohl es natürlich Müll ist. Es ist gepresstes Leid, gepresste Scheiße, Fett, Bindegewebe, Separatorenfleisch, nur Rotz. Aber es schmeckt so verfickt geil. Natürlich wegen Salz und Fett. Ja. Ich muss aber wirklich sagen, die veganen Chicken McNuggets sind eigentlich das erste vegane, ich sag mal, Ersatzprodukt, was wirklich, das geht klar. Es kommt ans Original ran. Konsistenz ist sogar im Prinzip besser. Bin überrascht. Ich habe bisher eigentlich immer nur, also vor allem bei KFC. Bei KFC waren die veganen Produkte für mich richtig, die haben es nie hinbekommen. Aber die Nuggets? Ja. Ja. Ja, überraschend gut. Danke fürs Anschauen. Hm, ist immer so ein veganes Ding. Ja, geschmacklich halt ein bisschen lahm, aber nicht schlimm. Ja, Gott bewahre, ich würde natürlich nicht jeden Tag mich von so einem Scheiß ernähren, aber gilt natürlich auch für alles von McDonald's im Allgemeinen. Auch normale Nuggets sind eine Ausnahme. Aber kann man machen. Kann man mal machen. Soll man die Hände sauber machen? Oh nee, jetzt habe ich. Ich habe meine AirPods in meiner Hosentasche. Habe jetzt voll reingefasst. Die sind komplett voller Frittierfett. Was mich sehr wütend macht. Aber ich bin selber schuld, weil ich bin Strodo. So. Gut. Vielen Mastdarm fürs Anschauen. Ich verpasse, glaube ich, meinen ICE jetzt hier. Naja. Das ist nicht ein schöner Anblick, diese gemischten veganen Nuggets und die gemischten normalen Nuggets. Also, das ist einfach geil. Er hielt mir eine Schöne ab, Alter. Na dann. Wieder Fernsehen und nehmt mehr Fastfood auf Hebebühnen ein.